Hallöchen zu einer Runde Subsistence. Ich will jetzt nochmal testen, ob das im Endeffekt wieder so pixelig ist, das Bild. Aber als allererstes Mal, es ist geil, dass es schneit. Ich habe auch schon die Winterjacke hatte ich mir schon gemacht. Habe ich mal angezogen, mal gucken, was es bringt. Aber jetzt holen wir uns erst einmal so ein bisschen was. Jetzt habe ich die Tür aufgelassen. Ich weiß gar nicht, wird es dann in der Bude kalt. Was bringt die Heizung? Ich glaube mal nicht so viel. Deshalb hat die Heizung jetzt erstmal keine Priorität. Da ist noch eine große Kiste. So, was haben wir da Schönes? Das da ist er. Okay. Und da gleich die nächste, sehr schön. Nehmen wir auch. So, wenn es jetzt schneit, würde ich sagen, brauchen wir auf alle Fälle Holz. Und ah, da hat es noch. Das geht gut los. Sogar der Baum ist schon verschneit. Schön. Gefällt mir. So. Dann geht's mal auf die Hacke. Kriege ich jetzt eigentlich nasse Knie? Spuren im Schnee? Nee, schade, das hat's nicht. Das wäre jetzt noch geil. Aber okay. Das passt schon. Sieht auf alle Fälle cool aus. So. Der sieht nicht so cool aus, den will ich jetzt nicht. Da ist ein Wolf. Da hat es noch Zink. Aber erstmal gucken, dass hier alles frei ist. Oh, und Eisen hat es auch noch. Nee, das ist bloß. Okay. So, dann machen wir die Spitzhacke doch mal kaputt. Hier kann die ja nicht mehr abhalten. Okay. So, Eisen haben wir auch gebrochen. Das ist auch gut. Kiste brauchen wir wie immer. Und ich bin echt mal gespannt, ob das jetzt echt noch so pixelig ist. Ich hoffe nicht. Rutscht mal bei dem Schnee hier hoch ab. Das wäre nochmal so ein geiles Feature. Das ist zu glatt. Steigeisen. Das wäre cool. Aber ist auch so cool. Die Runde wird jetzt auch gar nicht zu lang. Weil ich will es eigentlich nur testen. So, wie gesagt, ich wollte nur testen, ob das jetzt immer noch so ist. So, jetzt schauen wir gleich, das Huhn. Können wir noch mitnehmen.
Okay. Mensch, die letzten Hühner leben alle. Ich soll vielleicht doch mal einen Stall bauen. Da haben wir noch ein paar Blaubeeren. Die sind auch gut. Dann nehmen wir das noch mit. Okay, wie ist denn das eigentlich, wenn es jetzt schneit? Wächst das hier dann weiter oder? Kein Wasser. Wasser. Da hat es ein Haus, das gießen wir auch gleich nochmal. Ist das da drüben eine Waffenkiste? Sieht fast so aus. Ach. Was machen wir erstmal hier Wasser? Ach nein! So, ab hier gibt es dann leider keinen Originalton mehr, weil irgendwie die Tonspur ab der Stelle plötzlich völlig irre dreht. Ich habe noch keine Ahnung, woran das liegt. Irgendwie spielt das ganze Programm im Moment ein bisschen verrückt. Seit dem letzten Update. Hm. Naja, vielleicht kommt irgendwann noch was anderes. Gut, ich hatte mich jetzt gerade vergiftet, an dem, weil ich natürlich blöderweise das dreckige Wasser getrunken habe. Und da drüben ist aber noch eine Waffenkiste. Und die nehmen wir jetzt natürlich noch mit. Wenn es dann so richtig kalt ist, friert der See dann eigentlich zu. Gibt es da noch Schlittschuhe? Kann ich rüberlaufen? Hm, keine Ahnung. Wäre aber spannend. So. Auf alle Fälle muss der Wolf weg. Deshalb erstmal darauf auf den Felsen. Weil ich bin ja Schisser. Das wird nur von oben erledigt, weil ich das sowieso nicht treffe. Und da ich eh angeschlagen bin, würde ich den Wolf jetzt so nicht angreifen. Allerdings sind meine Schießkünste ja natürlich bekannt als super schlecht. So, erstmal ihn verpassen. Da haben wir wenigstens einmal getroffen. Und dann kommen wir auf die super glorreiche Idee, wir nehmen den Revolver. Munition haben wir genug, von der Seite kein Problem. Und ballern einfach mal drauf los. Treffen, Zufall. Ja, nachladen. Und noch ein Magazin leer schießen. Ein Treffer von 7 Schuss ist doch mal gar nicht so schlecht. So, aber dann. Ey, beim ersten Schuss. Jo, wie viel habe ich jetzt eigentlich verballert? 2 Magazine, 14, 15 Schuss. Egal, jedenfalls habe ich dann auch noch festgestellt, dass ich hier eigentlich überladen bin. So, Inventar fast voll und dann noch die Waffenkiste. Mit 5 freien Plätzen. Naja, ich wollte es halt trotzdem mitnehmen. Ich habe dann ein paar Sachen weggeschmissen. Geht auch. War jetzt auch nicht wirklich so die super Ausbeute, finde ich. Also hat man schon bessere Kisten. Aber die war jetzt auch nicht geplant, von der wir einfach mitnehmen, was da ist. Dann habe ich da ein bisschen ausgemistet. Die werden natürlich gegessen und das, was ich nicht unbedingt bräuchte, entsorgt.
Und dann passt du die restlichen drei Kisten auch noch mit rein. Tjo. Also so Endgame im Nachhinein da rein zu labern ist ganz schön doof. Wenn ich jetzt irgendwelche Videos vom Quad mache oder sonst, ist das kein Ding. Da funktioniert das mit dem Reinquatschen eigentlich ganz gut. Aber jetzt so ein Let's Play im Nachhinein mit Ton versehen ist schon merkwürdig. Naja, ist halt gleich geschafft. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mal wirklich bis zum Schluss laufen lasse, weil... ehrlich gesagt, das ist ziemlich blöde, da im Nachhinein zu quatschen. Hier stehen jetzt jedenfalls noch zwei Kisten rum. Die werden noch mitgenommen, die zweite passt natürlich auch nicht mehr rein. Das heißt, ich muss wieder erstmal was reinbringen und dann wieder raus. Aber... das heben wir uns jetzt fürs nächste Mal auf. In diesem Sinne war ja eh nur ein Test. Ob das Ganze jetzt wieder so pixelig ist oder nicht, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.